Dornröschen. Ein König und eine Königin kriegten gar keine Kinder und hätten so gern eins gehabt. Einmal saß die Königin im Bade, da kroch ein Krebs aus dem Wasser ans Land und sprach: »Dein Wunsch wird bald erfüllt werden, und du wirst eine Tochter zur Welt bringen.« Das traf nun ein, und der König war so erfreut über die Geburt der Prinzessin, dass er ein großes Fest anstellen ließ, und dazu lud er auch die Feen ein, die im Lande waren. Weil er aber nur 12 goldene Teller hatte, konnte er eine nicht einladen. Es waren ihrer nämlich 13. Die Feen kamen zu dem Fest und beschenkten das Kind am Ende desselben. Die eine mit Tugend, die zweite mit Schönheit und so die anderen mit allem, was nur auf der Welt herrlich und zu wünschen war. Wie aber eben die 11. ihr Geschenk gesagt hatte, trat die 13. herein, recht zornig, dass sie nicht eingeladen worden war, und rief: »Weil ihr mich nicht gebeten, so sage ich euch, dass eure Tochter in ihrem 15. Jahre an einer Spindel sich stechen und tot hinfallen wird.« Die Eltern erschraken. Aber die 12. Fee hatte noch einen Wunsch zu tun. Da sprach sie: »Es soll aber kein Tod sein. Sie soll nur 100 Jahre in einen tiefen Schlaf fallen.« Der König hoffte immer noch, sein liebes Kind zu erretten und ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich sollten abgeschafft werden. Die Prinzessin aber wuchs heran und war ein Wunder von Schönheit. Eines Tages, als sie ihr 15. Jahr eben erreicht hatte, war der König und die Königin ausgegangen und sie ganz allein im Schloss. Da ging sie an allen Orten herum nach ihrer Lust. Endlich kam sie auch an einen alten Turm. Eine enge Treppe führte dazu, und da sie neugierig war, stieg sie hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. Darin steckte ein gelber Schlüssel, den drehte sie um. Da sprang die Türe auf, und sie war in einem kleinen Stübchen. Darin saß eine alte Frau und spann ihren Flachs. Die alte Frau gefiel ihr wohl, und sie machte Scherze mit ihr und sagte, sie wolle auch einmal spinnen, und nahm ihr die Spindel aus der Hand. Kaum aber hatte sie die Spindel angerührt, so stach sie sich damit, und alsbald fiel sie nieder in einen tiefen Schlaf. In diesem Augenblick kam der König mit dem ganzen Hofstaat zurück, und da fing alles an, einzuschlafen. Die Pferde in ihren Ställen, die Tauben auf dem Dach, die Hunde im Hof, die Fliegen an den Wänden, ja sogar das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief ein. Der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch ließ den Küchenjungen los, den er an den Haaren ziehen wollte. Und die Magd ließ das Huhn fallen, das sie rupfte, und schlief. Und um das ganze Schloss zog sich eine Dornenhecke hoch und immer höher, sodass man gar nichts mehr davon sah. Prinzen, die von dem schönen Dornröschen gehört hatten, kamen und wollten es befreien. Aber sie konnten durch die Hecke nicht hindurchdringen. Es war so, als hielten sie die Dornen fest, wie an Händen. Und so blieben sie darin hängen und kamen jämmerlich um. So währte das lange, lange Jahre. Einmal zog ein Königssohn durch das Land, dem erzählte ein alter Mann davon. Man glaube, dass hinter der Dornhecke ein Schloss stehe. Und eine wunderschöne Prinzessin schlafe darin mit ihrem ganzen Hofstaat. Sein Großvater habe ihm gesagt, dass schon viele Prinzen gekommen wären und hätten hindurchdringen wollen, sie wären aber alle in den Dornen hängen geblieben und totgestochen worden. »Das soll mich nicht schrecken«, sagte der Königssohn. »Ich will durch die Hecke dringen und das schöne Dornröschen befreien.« Da ging er fort, und wie er zu der Dornenhecke kam, waren es lauter Blumen.
die taten sich auseinander und er ging hindurch und hinter ihm wurden es wieder Dornen. Dann kam er ins Schloss und in dem Hof lagen die Pferde und schliefen, die bunten Jagdhunde und auf dem Dach saßen die Tauben und hatten ihre Köpfchen in die Flügel gesteckt. Und wie er hereinkam, schliefen die Fliegen an den Wänden, das Feuer in der Küche, der Koch und die Magd. Er ging weiter. Da lag der ganze Hofstaat und schlief. Er ging noch weiter. Der König, die Königin. Und es war so still, dass man seinen Atem hörte. Endlich kam er in den alten Turm und da lag Dornröschen und schlief. Der Königssohn war so erstaunt über ihre Schönheit, dass er sich bückte und sie küsste. Und in diesem Augenblick wachte sie auf. Auch der König und die Königin, der ganze Hofstaat und die Pferde und die Hunde und die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an den Wänden. Und das Feuer stand auf und flackerte und kochte das Essen fertig. Der Braten brutzelte fort und der Koch gab dem Küchenjungen eine Ohrfeige. Und die Magd rupfte das Huhn fertig. Da ward die Hochzeit von dem Königssohn mit Dornröschen gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.